Schuppen sind nicht gleich Schuppen. Es gibt kleine, große, trockene, seborrhoische bzw. fettige. Und was für Unterschiede es noch gibt und wie du sie behandelst, zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Dr. Lies Martin, eine der Ärztinnen von der Online-Hautarztpraxis Dermanostik, wo wir übrigens sehr häufig Patientinnen mit Schuppen behandeln, aufgrund von unterschiedlichen Ursachen. Übrigens, falls du oder jemand anderes von Schuppen betroffen sein sollte, egal ob an der Kopfhaut oder an der sonstigen Haut, dann können wir Hautärztinnen von Dermanostik selbstverständlich auch da schnell weiterhelfen. Diese drei Schuppenarten besprechen wir heute. Trockene Schuppen. Diese zerbröseln zwischen den Fingern schnell und hinterlassen keinen Fettfilm. Fettige Schuppen, man nennt es auch seborrhoische Schuppen. Diese sind meistens so eher gelblich von der Farbe und wenn man sie zwischen den Fingern zerstreicht, dann merkt man richtig, wie ein dicker Fettfilm an den Fingerkuppen verbleibt. Drittens, dicke, blutige Schuppen. Das ist häufig der Fall, wenn man sie herauskratzt. Sie lösen sich in der Regel nicht so schnell von alleine. Und wenn man drückt, merkt man, sie sind relativ hart und verklumpt. Trockene Schuppen trifft man vor allem aufgrund einer trockenen Kopfhaut oder normalen Haut an. Das bedeutet, dass an der Oberfläche die Haut eigentlich zerbröselt und dadurch entstehen dann diese oberflächlichen, feinen, kleinen Schuppen. Solche Schuppen trifft man sehr häufig bei der Neurodermitis oder Xerosis cutis, also einfach eine extrem trockene Haut. Man behandelt es selbstverständlich, indem man vermehrt rückfettet durch Cremes und die Haut gut pflegt. Fettige oder seborrhoische Schuppen hingegen trifft man vor allem an, wenn man zu einer fettigeren Kopfhaut neigt oder einen vermehrten Hefepilz als Besiedlung hat. Beispielsweise Malassezia furfur. Als Erkrankung ist es zum Beispiel das seborrhoische Ekzem. Grobe, blutende Schuppen, das ist häufig bei der Psoriasis, also der Schuppenflechte, anzutreffen. Die Zellen haben eine Verhornungsstörung, sie wachsen sehr schnell, sie wachsen nicht mehr richtig, sie verkleben miteinander und entsprechend an der Kopfhaut oder an der sonstigen Haut entstehen grobe Schuppen. Das empfinden die meisten als störend, außerdem kann es zu Juckreiz führen und wenn man dann oberflächlich kratzt, dann entgehen direkt ganze Klumpen hinweg und es fängt an zu bluten. Jede Schuppenart sieht anders aus, hat auch meistens eine andere Ursache. Von daher sollte man das auch entsprechend unterschiedlich behandeln. Da die wichtige Empfehlung, geh damit zu deiner Hautärztin oder zu deinem Hautarzt. Wir können auch gerne per App weiterhelfen. Einfach die Symptome beschreiben, ein Foto von der Hautveränderung erstellen und dann machen wir die Diagnose und direkt auch die Therapie für dich fertig. Da du bis hierhin zugeschaut hast, habe ich für dich noch einen besonderen Tipp. Und zwar, wenn du an trockenen Kopfhautschuppen leidest, mach Folgendes. Verwende am besten ein Babyshampoo, das ist nämlich duftstoffarm und hypoallergen, also reizt die Kopfhaut gar nicht. Und das zweite ist, mach doch einfach eine Kopfhautmaske, denn die Kopfhautmaske sorgt dafür, dass die Haut an der Oberfläche wieder ein bisschen gefettet wird, ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgt wird und dadurch kommt es nicht mehr so schnell zu einer Schuppung aufgrund von Trockenheit. Wenn du kein Video von uns verpassen möchtest, abonniere uns sehr gerne. Übrigens, kennst du schon unsere anderen Social-Media-Kanäle, TikTok, Instagram oder Facebook? Dann freue ich mich sehr, wenn du es noch nicht kennst, dass du einfach rüberkommst und direkt die Beiträge anschaust. Die sind nämlich ganz unterschiedlich und manche Informationen haben wir in diesem YouTube-Video auch gar nicht erwähnt. Ich verabschiede mich an der Stelle und sage bis bald.